Und eben, wie gesagt, es kommt nicht drauf an, ob ihr die geilste Ausrüstung habt oder das geilste Equipment dabei habt. Das ist eh momentan bei uns jetzt zum Beispiel alles der Verteidigung vorbehalten, weil die das halt auch einfach brauchen. Ja? Sonst tun die sich halt einfach extrem schwer. Und deswegen, ich habe zum Beispiel noch gar keine Rüstung. Aber mit Zug bin ich am besten. Das leider, das mache ich. Das mache ich komplett alleine. Die ganze Zuggeschichte hier mache ich komplett alleine. Das ist mein Ding. Aber, wie gesagt, die anderen Teams, die haben auch, wenn du zum Beispiel, wie gesagt, Drohnen ist ja auch noch möglich. So. Gucken wir mal, hier müssen wir ein kleines Bottleneck einführen. Okay. Das wird ja irgendwann wieder ausgegliedert, wenn dann hier die ganze Geschichte mal fertig ist. Yuki, grüß dich, hi! So. Muss ich mal ganz kurz schauen, dass das hier auch dann hinhaut. Habe ich jetzt noch... Den muss ich jetzt doch... Warte mal. Ah! So. Ach, da hängt er dran. Ja, okay, dann ist mir egal. So. Also, Erwin, ich will eben die Schienen nicht enger zusammenlegen, weil wir hier gegebenenfalls eben irgendwann untertunneln müssen. Dann nehme ich lieber das, eben dieses eine Bottleneck in Kauf. Es ist auch relativ überschaubar und es wird ja auch nicht auf ewig bleiben, sondern nur sehr, sehr kurzfristig sein. Und dann wird das halt hier auf diesem Teil hier einfach vereinfacht und dann ist das okay. Für mich jetzt aktuell ist es okay, wenn der Druck auf dem Netzwerk irgendwann zu stark wird, wenn wir uns da auf jeden Fall noch was, vielleicht einen Plan B überlegen müssen, wenn jetzt hier mega der Stau entstehen sollte. Aber solange das noch nicht der Fall ist, glaube ich, haben wir da jetzt erstmal keinen Stress. So, mal ganz kurz. Ich will mindestens runter bis... Wo wäre es gut? Bis kurz vor dem Kupfer müsste ich eigentlich dann nach rechts rüber. Oder? Nee, nach dem Kupfer. Nach dem Kupfer müsste ich nach rechts rüber. Das wäre gut. Okay, dann müssen wir das mal machen. Oh, nee, jetzt echt. Also langsam werden Drohnen, zumindest persönliche Drohnenhangar, wären echt geil. Aber ansonsten schlage ich mir hier ewig noch durch. Warum machst du die Schienen allein? Weil ich damit was Dauerhaftes zu tun habe. Und das relativ überschaubar von der Tätigkeit später ist. Am Anfang musst du natürlich ranklotzen, damit das hinhaut. Aber so für den Moment ist das eine gute Sache, die ich auch sehr, sehr relativ einfach alleine machen kann. Weil ansonsten habe ich das Problem, dadurch, dass ich halt immer wieder was anderes mache, und immer wieder irgendwo rumschau. Aber beim letzten Mal hatte ich eigentlich gar keinen Auftrag. Ja, außer halt eben das alles zu zeigen. Und das ist jetzt eine relativ schöne Geschichte, die ich eben alleine machen kann. So, hier müssen wir dann irgendwann abdriften. Oder legt man dann auf jeden Fall eine kleine Geschichte rein. Weil bei einem anderen Team mich anzugliedern ist immer doof, weil die sprechen sich halt extrem miteinander ab. Und das ist für den Stream eher schlecht, wenn ich das machen würde, ja. Und deswegen mache ich hier quasi diesen Verteidigungsteil, diesen Zugteil, mache ich komplett eben alleine. Da stört niemanden,
Da bin ich, ist es auch egal, ob ich mal irgendwas anderes mache. Dann ist das ganz cool. So, habt ihr keine Granaten? Fragt Paul gerade. Haben wir sicher, aber ganz ehrlich, die Aliens sind hardcore schwer eingestellt und die entwickeln sich auch rasant. Ich möchte ganz ehrlich, da hacke ich das Zeug lieber weg und lass die wichtigen Abschnitte, lasse ich dem Team Verteidigung, sollen die mit den Granaten werfen. Das ist mehr geholfen, als wenn ich das hier für die Waldvernichtung nehme. Ich warte einfach und in der großen Hoffnung, dass wir eines Tages relativ schnell persönliche Roboterhangars bekommen. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken. Haben wir da schon überhaupt welche? Nuklearreaktor. Hier haben wir auf jeden Fall tragbare Solargeschichten schon. Ich glaube, wir haben noch gar keine von diesen Dingern, ne? Das ist alles noch nicht freigeschalten. Naja, Robotergestelle haben wir schon. Und selbst wenn, hätten wir, glaube ich, noch gar keine Drohnen. Nee. Jo, da ist noch nichts drin. Ja, Flammenwerfer. Das ist so ein Ding. Wir versenken hier keine Wälder. Also das ist, das würde ich auch nur ganz ungern wollen. Das macht eine Riesensauerei und dann fackelt der ganze Wald ab. Das ist immer weniger schön. Und es geht ja auch relativ schnell. Schau mal, welche Entfernungen ich hier mache. Das ist ja jetzt schon relativ ordentlich. Was ich aber extrem geil finde, ist, wie Cold Blue mittlerweile die Forschung hochgedreht hat. Leco Mio, ey, das geht ja richtig flott. Ja, was? Die Panzerfahrer überfahren die eigenen Leute? Ach, das kann doch mal vorkommen. Passt da mal nicht aus, ist der Gang noch drin? Ja, und dann rubbelt da 40 Tonnen drüber. Was willst du da machen? Markus der Franke, hallöchen. Schönen guten Abend auch dir. So. Huch, da ist noch was. Wie gesagt, ich wäre auch dankbar um einen persönlichen Roboterhangar. Wäre mir ein Fest. Wäre aber wahrscheinlich jedem ein Fest und dann haben wir am Anfang wieder keine. Persönliche Laserverteidigung. Verstehe ich aber auch, dass das jetzt Priorität aktuell hat. Ne? Also, verstehe mich da nicht falsch. Ne? Das sind Wunschträume meinerseits. Ja, und das ist okay. Wie gesagt, dass momentan wichtigere Themen dran sind. Ja, eben für die Verteidigung. Das ist mir absolut klar. Ich habe auch keinen Bock, von einem Alien-Beißer hier bösartig zusammengehauen zu werden. Das wäre mir jetzt auch unrecht. Hier weiter. So. Beor, grüß dich, hi. Relativ zügig, oder? So. Master King, grüß dich! Gestern ein Spiel auf Steam geschenkt, weil ich dem was Gutes tun wollte. War das Craft the World, oder? Habe ich mich sehr drüber gefreut. Vielen Dank. Vielen lieben Dank dir. So.
Ja, genau, dankeschön. No, ich habe keine Rüstungen, keine Gleise mehr dabei. Ey, haben wir schon wieder so viel verübert. Das waren doch 1000 Gleise oder sowas, ne? Genau, die Rüstungen zum Beispiel. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass jemand von Produktion oder von Team Strom jetzt mit Hardcore der Rüstung rumläuft. Und wenn da einer eine hat, ja, manche von Team Verteidigung laufen halt mit leichten Rüstungen noch durch die Gegend. Und das ist natürlich dann super blöd für diejenigen, die dann mit leichten Rüstungen unterwegs sind, und ein anderer aus einem Team, das überhaupt keinen Alien-Kontakt hat, hat dann beispielsweise eben halt übelst die epische Rüstung. So, warte mal kurz. Hier kommt ein Südling-Team. Das wird aber... Was macht der Zug da unten? Wo will denn der hin? Der kommt doch da nie mehr zurück. So, wo ist denn mein Zug eigentlich? Der müsste doch noch da oben... Mein Zug ist hier. So, machen wir das mal so. Der soll hier hinfahren. Und Fahrgast anwesend. So, dann kann ich da runterlatschen. So, bitteschön, viel Spaß damit. Ey, dankeschön. So, ein Blockhaus mit dem ganzen Holz. Ja, mal gucken, was wir damit anfangen. Wie gesagt, das ist jetzt schwierig mit dem Verteidigungszug gerade. Ja, aber ich baue das später um. Wenn jemand von Team Produktion gerade am Start ist, dann könnt ihr mal gucken, dass ihr bei der Kohle hier unten, wenn ihr Zeit habt, dass ihr die Bänder umlegen könnt. Dann baue ich die Gleise später fertig. Muss doch eigentlich mein Zug demnächst kommen. Wo ist denn der schon wieder? Oh no, der ist gesperrt. Warte mal, ja. Der ist gesperrt gerade im Moment. Der müsste gleich runterdüsen. Da ist er. Na, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Das müssen wir auf jeden Fall aufteilen. So Gleissignalsetzungen sind natürlich auch noch wichtig, einfach. Da habe ich viel zu wenig bisher gemacht. Ah, das kommt mit der Zeit. Ja, hier werden definitiv mehr Züge durchgehen und da werden wir das definitiv auch brauchen, dass hier diverse Blöcke drinnen sind, dass die Züge halt einfach nicht ewig miteinander oder nicht ewig zusammenhängen werden. So, das reicht mir jetzt erstmal. Für den Moment reicht's mir. Es reicht mir! So. Und MW macht einen Fußgängerfahrzeugfahrer. Was ist das? Habt ihr euch abgeholt gerade? Vince gerade noch? Vince, ich kenne das, glaub mir. F? Drachenreiter? Was ist da los? Ein neuer Lucifer! Dankeschön! Einen wundersönen Abend. Einen wundersönen Abend! Dir auch! Vielen Dank für den 4. Monat! Dankeschön! Das ist saulieb von dir. Ganz ehrlich. Dankeschön. So. Vielen lieben Dank. Chat, wenn ihr wollt, Ausrufezeichen Hype in den Chat. Gerne. Könnt ihr gerne machen. So. Okay. Nimm mal gleich noch ein Gleis mit runter, wenn wir eh schon hier runterfahren.
Ah, ich wollte noch Klippensprengstoff mitnehmen. Ich glaube, da habe ich keinen mehr dabei. Gut, dann können wir den Rest auch noch von... Ja, also von oben oder von unten macht er an der Stelle tatsächlich keinen Unterschied. Werden wir sehen. Können wir auch von hier schon mal gleich weiter verlegen. Legen wir die Geschichte noch runter und dann hole ich mir Klippensprengstoff, weil den werden wir da unten dann auf jeden Fall brauchen. So. Immer schön runter das ganze Ding. Damit der Südlink dann hinhaut. Weiter. So. Und später ist es halt so geil, wenn du dann die Drohnen am Start hast. Dann kannst du halt solche Mega-Sachen einfach innerhalb von Minuten bauen. Wo du jetzt ewig für brauchst. Und dann ist das auch... Das muss man aber auch ab und zu mal einfach selber machen. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du das von vornherein mit Drohnen bauen könntest, ja, dann weißt du das gar nicht mehr so wirklich zu schätzen, weil du dir einfach tatsächlich denkst, ja, dann machen eh die Drohnen, ist mir doch egal. Ich meine, das mache ich spätestens dann, wenn ich Drohnen habe auch. Aber, also du weißt es trotzdem zu schätzen, was das für eine Wegstrecke eigentlich ist, wenn du das ohne Drohnen baust. Danach geht's richtig. So. Ups. Schauen wir mal, dass wir hier runterkommen noch. Hängt noch ein Baum. So. Okay. Was? Dann brauchst du auch keinen Klippensprengstoff, sondern nur die Hake. Ja, ja gut, tatsächlich. Schauen wir mal schnell. Gut, und hier kommen wir halt auch nicht weiter, ne? Ja, gut. Macht aber nichts. So müsste das dann laufen. Gut, dann werden wir jetzt mal ganz kurz den Plan B hier legen. Das ist halt echt mega ekelhaft mit dem Zeug. Ich weiß, ich muss hier irgendwo raus. Jetzt? Achso, hier oben legen sie gerade ein List. Da rummeln die Panzer. Werden hart beschossen. Oh, wir haben schon mittelgroße Speier hier auch drin. Ja, die Entwicklung geht halt rasant, ne? Kann man die Warteliste für den Server sehen? Lucifer, ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, in die Warteliste haben nur die Teamleiter Zugriff. Das ist aber auch in Ordnung. Wie gesagt, sobald ein Platz frei wird, habt ihr ein Ticket auf dem Discord. Es bietet sich grundsätzlich an, immer mal wieder auf dem Discord vorbeizuschauen. So, was weiß ich, einmal am Tag mal reinzugucken, Hallöchen zu sagen. Das ist immer nett. Viele von den Leuten sind ja auf dem Discord auch jeden Tag auch drauf. Und dann ist das auch kein Problem, ne? Sagt keiner, dass ihr mega hart aktiv auf Discord unterwegs sein müsst. Das sind viele auch nicht. Die schauen halt einfach nur in die Info-Channel rein und das reicht auch. Wenn ihr das so mögt, das ist überhaupt kein Problem. Aber ihr solltet halt, wie gesagt, auf Discord ansprechbar sein. Das wäre schon tatsächlich sehr praktisch, wenn ein Ticket für euch aufgemacht wird. Let's Play Fan, grüß dich, hi. Bisschen die Botanik hier zerlegen noch. Habe ich wenigstens immer Sprit dabei, ist doch auch schön, ne? Man muss an allem, auch an diesen, am Holz hauen, muss man hier auf jeden Fall den positiven Nebeneffekt sehen. Das abends kannst du ein schönes Feuerchen machen, das ist auch nett, ja. Dann kann ich für alle so ein schönes Gulasch machen. Ist auch schön. Ja. Und die Züge kann ich mit dem Holz auch befeuern. Ist auch schön. Aber man muss da den positiven Nebeneffekt auch sehen. Ganz klar. So, gucken wir mal. So. Dann. Wo wollen wir raus? Hier so. Wäre günstig hier. Ja. Sagen Liebe. Dankeschön. Cookie-Kiste für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Und Andrea, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Das Kiwi-Zeug. Oh, persönlicher Akku 2, schön. Oh. Geht da nicht schon vielleicht? Geht da nicht dieser... Ach, guck mal, Vehikelbatterien. Ein neuer Zwerg ist in Let's Play Fan, Dankeschön für den Prime Sub. Dankeschön. Haben wir jetzt diesen persönlichen Robo-Hangar eigentlich schon? Nein. Logistik. Automatischer Abfall. Das ist halt mega cool, ne? Aber der persönliche geht noch nicht, ne? Ach, guck mal hier. Night Vision MK1. Sehr spannend. Sniper Turret. Alter, der Flame Tower Turret. Ist ja mega gut. Wollte ich eh schon länger machen. Das ist lieb von dir. Ach, okay, alles klar. World of Warcraft Power Wampe. Sehr schön. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich weiß, das Ziel ist gerade nicht erreichbar, es macht aber nichts.
Aliens töten weniger Leute als die Panzerfahrer. Hotty, das ist halt, wie gesagt, das ist, so ein Panzer springt dir schnell mal auf die Zehe. Kann passieren. Wir fahren mal kurz zurück, betanken uns mal fix und schauen mal, was der Zug sagt. Naja, gut, da können wir ein bisschen was reinladen, aber viele ist halt auch nicht, ne? Locker, locker! Okay! Zwerge als Fahrtrainer, ich bin tiefenentspannt. Da kann nichts passieren, ja. Aber die rote Ampel überfahren. Nicht gesehen. Ja, wer parkt denn da auf meinem Parkplatz? Chat, das sind Zustände hier, ich sag's euch. So, Klippensprengstoff besorgen. Guck mal, könnten wir uns eigentlich auch nochmal was beladen. Wenn wir eh schon da sind. Da wird auch fast, der ist fast, der ist fertig. Mensch, wieder knapp. Timstar, willkommen zurück. Bitte sagt, dass wir jetzt den persönlichen Robo-Hangar bauen können. Ja, können wir. Ich trau mich aber noch nicht. Ist eigentlich voll doof, ne? Eigentlich voll blöd. Eigentlich brauche ich den dringend. Aber jeder andere wird das genauso sehen und sagen, seins ist das Wichtigste. Und dann bleibt wieder für die Teamverteidigung nichts übrig. Deswegen, nein, aus Prinzip schon nicht. Aus Prinzip nicht. So, und den Klippensprengstoff gönne ich mir trotzdem. Der muss hier hinten irgendwo gewesen sein. Was, Büro bitte? Elas, hallo. Zwerg, ich bräuchte zwei Bahnhöfe von. Wo? Einmal müsstest du mir den, der da schon vorgeplant ist, anschließen, den da unten. Warte kurz, ich brauche mal kurz Info. Ich sehe es gerade nicht. Karte, ich hab's auf der Karte markiert. Ja, ich hab's bloß gerade nicht. Ach, da, ja. Mhm. Da ist der untere, dieser untere Achterblock mit den Warenhäusern, der Bahnhof, der müsste angeschlossen werden. Der untere. Genau. Nur der untere. Nur der untere gerade. Okay. Und am Südlink bräuchte ich da für das Eisenfeld einen Zuganschluss. Weil er kurz am da, okay. Alles klar. Kriegst das du? Das müsste auch irgendwie mit dran. Und dann bräuchte ich da einen Zug für. Von Eisen nach wohin? Ja, von diesem Eisending zu diesen Warenhäusern. Ah, okay, du willst Eisen direkt am Warenhaus rausbringen und dann oben in die Schmelze reinpacken. Genau, weil sonst wird es uns jetzt gleich auf Dauer mit Stahl zu eng. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Pass auf, ich wollte jetzt gerade Klippensprengstoff besorgen, aber Südlink, ja. Das ist eine Dauerbaustelle. Der braucht noch ein bisschen. Du weißt, wo Klippensprengstoff ist? Ja, ich war gerade auf der Suche, aber ich glaube, hätte ich jetzt als nächstes geguckt. Danke. Da liegen über 1500 Klippensprengstoff. Ja, also ich glaube, das solltest du vielleicht schaffen. Möglicherweise. Und ich lege dir jetzt gleich am Südlink die Bänder um, dass du die vier Linien gerade durchkriegst. Machst du das? Ich bin gerade auf dem Weg. Ja, ich bin da gerade auf dem Weg hin. Alles klar, Subi. Dann pass auf, dann kümmere ich mich jetzt als allererstes mal um die Anschlussgeschichte von euren zwei Bahnhöfen und packe euch da einen Zug hin. Und ihr könnt euch, wollt ihr den Zug selber planen, wie ihr den braucht? Auch welche von der Taktung und Wartezeit oder soll ich das einstellen?
Das darfst auch gerne du einstellen, so dass das in dein Zugnetz passt. Nö, dann passt das, weil ich lasse die gerne mal 30 Sekunden Mindestwartezeit stehen, einfach, damit das Netz ein bisschen entspannt bleibt. Vielleicht am Anfang ein bisschen durchfahren lassen und dann auf Dauer umstellen oder sowas. Ja, das kann man später immer noch machen. Also, solange es nicht eng wird, weil beim Stein zum Beispiel klappt das wunderbar so. Also, da wird das auch nicht eng. Ja, du musst mal gucken. Also, wenn die Schmelze dann halt läuft, wir lassen nicht die ganze auf einmal laufen, aber so ein Teil zumindest schon mal. Ja, ja. Die muss halt so ein bisschen ausgelastet bleiben. Ja, nee, ist schon klar. Das ist im Zweifel, packen wir auch einen zweiten Zug drauf, damit das ein bisschen hübscher läuft. Müssen wir mal gucken. Ganz kurze Frage, weißt du zufälligerweise, ob Team Verteidigung jetzt mit besseren Sachen ausgerüstet ist? Ich habe laut Lenitz haben wir da ein ganzes Team, was sich darum kümmert. Okay, also, weil ich traue mich gerade ehrlicherweise nicht, mir das Zeug zusammenzubauen, das ich brauche, aber ich bräuchte dringend einen Robohanger, also super dringend, weil das dauert halt alles ewig, allein das Holz wegzuhauen und so Zeugs. Können wir Robohanger schon? Ja, ja, wir haben die gerade fertiggestellt, aber wir haben, glaube ich, noch keine Drohnenproduktion. Also, der Robohanger, der geht, der persönliche, den haben wir. Und ja, ich lese gerade. Mir wäre halt wirklich, das wäre für mich halt eine absolute Erleichterung, wenn ich die Bäume weghauen kann. Weil das, dann wird es halt und natürlich die Gleise legen, weil dann kann ich mich im Zug, kann ich nämlich einfach ein Stück für Stück nachfahren und plan das alles auf dem Reißbrett vor. Ein Drohnenhangar, der kann 10 Roboter nehmen. Ja. Willst du gleich ein oder gleich 2? Also ich würde gern, also wenn, je nachdem, ich weiß nicht, wie die Ressourcenverteilung ist, ich möchte niemandem was wegnehmen. Aber ansonsten wären natürlich 2 Opti. Ja, also das wäre ja, natürlich perfekt. Ja, aber die Verteidigung braucht keine Roboter-Drohnen-Hangare unbedingt, weil die werden denen eh nur runtergeschossen, meiner Meinung nach. Ja gut, wenn sie Verteidigung aufbauen, ich weiß es nicht. Aber ich bräuchte, also ich, für mich wäre das halt cool, aber ich wollte die Rüstung wollte ich nicht bauen. Diese, die Rüstung kannst du dir rausnehmen, habe ich das letzte Mal geschrieben. Wo ist die? Im Verteidigungs... Oben da, am Bahnhof. Warte, das müsste ungefähr hier sein, glaube ich. Ach, da unten. Ja. Nein, da nicht. Irgendwo ist da eine Mall. Ah, ein bisschen weiter links. Da ist so eine Art kleine Einkaufsstraße. Ah ja. Und da sind ganz links sind auch schon modulare Rüstungen 30. Das sind cool. Die Akkus. Da sind die... Ach, super, ist ja perfekt. Solarschilde. Die Solarpaneele. Und ganz links ist noch die Nachtsicht. Ach, das ja, Einzige, mega. Was, glaube ich, fehlt, das müsstest du dir selber drehen, ist diese Fließband-Immunität. Ja, das brauche ich. Von ja, genau, die brauche ich nämlich zum Beispiel. Ja, mir ist die völlig egal. Also ich bin da ehrlicherweise nicht so der weißt du? Nee, ich sag einem der Jungs Bescheid, dass die dir das fertig machen. Okay, dann packe ich mir nochmal Akkus mit ein. Nehme jetzt einfach mal ein paar Sachen raus, ich schmeiß die dann gleich wieder rein. Und ja, also normalerweise reichen dir 2 Akkus und 6 Paneele. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was rausgenommen. So. Gut, mehr haben wir ja jetzt, glaube ich, auch gar nicht gerade so. Drohnen haben wir ja, wie gesagt, noch nicht, die brauchen wir ja noch. Ja. Okay, ich danke dir. Bitte, bitte, ich danke dir. Na klar, Schusen. Tschüss. Mega Erleichterung, Freunde. Mega Erleichterung, ich sag's euch. Ich weiß nicht mehr, wie groß die sind. Warte mal kurz. Ich mach das jetzt mal so und pack mir da ein bisschen Strom noch drauf. Solange wie wir den Rest noch nicht haben, kann man die eigentlich legen mittlerweile? Nee, ne? Geht nicht.